Ich habe jetzt vom Rest des Trafos den dickeren Draht abgewickelt hier. Den habe ich jetzt hier drauf. Und wickel den dünnen Draht vom Trafo jetzt um auf so eine Spule. Die 220 Volt Wicklung. Das ist echt ein sehr dünner Draht. Ja. Mal umwickeln. Das Aufwickeln dauert lang. Mal weiter wickeln. So, dann habe ich da jetzt da den Draht von dem Trafo und einen Lüfter. Da werde ich meinen Lüfter zerlegen. Erstmal, also 12 Volt 0,17 Ampere, erstmal den Aufkleber runter. Unter dem Aufkleber ist ein Kugellager und die zwei Anschlüsse für die Drähte. Das Kugellager ist mit so einem Ring gesichert, den Ring mal ab. Der Ring vom Kugellager ist ab, das wäre gewesen, der das Kugellager sichert. Okay, dann kann man umdrehen und den Lüfter gleichmäßig rausziehen. Dann sieht man hier schon mal die vier Spulen, also 1, 2, 3, 4. Und das ist ein Heilgeber, der feststellt, auf was für eine Position der Motor ist. Und hier das zweite Kugellager des Lüfters und der Magnet. Der ist magnetisch hier. Ja. Jetzt habe ich die zwei Kugellager mal da drauf. Und mal schauen, wie leichtgängig die Kugellager sich drehen, wenn ich den jetzt einen Schwung gebe. Und muss man mehr Schwung geben. Die Kugellager haben kaum Reibung. Das ist super. Jetzt müsste ich das mal, die vier Spulen, von dem Gehäuse runterbekommen. Das Ding geht sehr schwer raus, nur mit immer rechts, links anheben. Das heißt hier kippen, 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 immer rechts, links. Kann man es rausbekommen. Damit haben wir das Teil mit den vier Spulen jetzt draußen. Ja. Und den Stromanschlüssen. 1, 2, 3, 4. Und es ist noch unbeschädigt. Das heißt, das lasse ich jetzt mal so unbeschädigt, wie es ist. Und wickel da jetzt einfach mal eine Wicklung drauf. Nehme ich den Draht. Und wirklich hier nochmal eine Wicklung drauf. Dass es leichter zum Wickeln geht, habe ich diese drei Pins. 1, 2, 3, die hier festgelötet waren. 1, 2, 3 mal abgelötet. Mal umdrehen. Von der anderen Seite schaut es so aus. Der Heilgeber, die drei Löcher und das wird der Treiber und Endstufenchip. Ist die eine. So, jetzt da mal eine neue Wicklung drauf wickeln. So, jetzt habe ich den Trafo mal, also den Motor, jetzt hab ich den Motor mal mit dem Draht bewickelt. Und zwar 150 Bindungen rechts rum, 150 links, wieder 150 rechts und 150 Bindungen nach links. Und jetzt habe ich dann noch zwei Drähte, einmal die drei Anschlüsse und die zwei Drähte. Dann löte ich die Platine mal wieder drauf, die da, und baue den Motor mal wieder zusammen. So, da habe ich den Motor wieder zusammengebaut, die zwei Plus-Minus-Kabel und die zwei Drähte von der Wicklung hier nach außen geführt. Schauen, dass dann nichts steuert oder so. Zum mal zusammenbauen und mal gucken, ob er zusammengeht, weil die Wicklungen doch ein bisschen höher geworden sind. Also jeweils 4x150 Windungen. Mal zusammenbauen, mal ausprobieren.